Candid von Leonard Bernstein. Die Handlung wird präsentiert von Opera Inside, dem Online-Opernführer. Die Personen: Candide, unehelicher Sohn des Barons Thunder Tantrunk. Kunigunde, Candides Halbschwester und Geliebte. Maximilian, Bruder von Kunigunde. Pangloss, Hausphilosoph des Barons Thunder Tantrunk. Paquette, Hausangestellte des Barons. Old Lady, Begleiterin der Kunigunde. Im Schloss Thunder Tantrunk im rückständigen Westfalen. Candide, der uneheliche Sohn des Barons, lebt dort mit seiner Familie. Er ist ein fröhliches und einfaches Gemüt und ist verliebt in seine luxusüchtige Halbschwester Kunigunde, die seine Gefühle erwidert. Die Familie führt auf dem Schloss ein glückliches und unbeschwertes Leben. Denn der Hausphilosoph Pangloss hat die Familie gelehrt, man solle glücklich sein, lebe man doch in der besten aller möglichen Welten. Etwaige Zweifel, dass es Widrigkeiten im Leben gäbe, zerstreut er. Er kann sogar Dingen wie Krieg Gutes abgewinnen. Candide und Kunigunde treffen sich im Park und träumen von ihrer gemeinsamen Zukunft. Kunigunde schwebt Luxus und Schmuck vor, Candide träumt von einem einfachen Leben auf dem Bauernhof mit vielen Kindern. Mit ihren eigenen Träumen beschäftigt, erkennen sie den tiefen Graben zwischen ihren Lebensentwürfen nicht. Die Familie verbietet die unstandesgemäße Verbindung und jagt Candide fort. Er ist tief traurig, dass er Kunigunde verlassen muss. Doch er will nach vorne schauen, Pangloss lehrte ihn Optimismus. Candide glaubt an das Schicksal, das ihm die beste aller möglichen Welten bereithält. Westfalen wird von einem Krieg heimgesucht und Candide wird zwangsrekrutiert. Er wird nach einem Fluchtversuch gefoltert und schafft es, im zweiten Versuch zum Schloss zurückzukehren. Dort findet er seine Familie tot in den Trümmern des Schlosses. Kunigunde wurde von den Soldaten zuvor mehrfach geschändet. Candide verabschiedet sich von der toten Geliebten. Einsam wandert Candide weiter und trifft überraschend auf Pangloss. Sein Lehrer konnte sich vor den plündernden Armeen retten, doch die Syphilis hat ihm arg zugesetzt. Darin sieht der Philosoph jedoch Positives, denn nur wer den Schmerz kennt, weiß die Freuden zu genießen, die ihm die Krankheit beschert hat. Die beiden lernen einen Kaufmann kennen, der sie nach Lissabon bringt. Dort angekommen, bricht ein gigantischer Vulkan aus und die Stadt wird zerstört. Glücklicherweise gehören die beiden nicht zu den 30.000 Toten. Doch das Schicksal ereilt sie, als Pangloss seine ketzerische Philosophie verbreitet. Sie werden von der Inquisition festgenommen und zum Autodafé geführt. Pangloss verweist auf seine Geschlechtskrankheit, die es verbiete, ihn hinzurichten. Er wird zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt und stirbt. Candide kommt glimpflich weg und kassiert lediglich Peitschenhiebe. Candide beginnt an seinem Optimismus zu zweifeln. Doch selbstkritisch sieht er den Fehler bei sich. Derweil lebt in Paris eine Kurtisane, die von zwei Liebhabern ausgehalten wird. Dem Erzbischof von Paris und einem reichen jüdischen Kaufmann. Es ist Kunigunde, die auf wundersame Weise wieder bei den Lebenden ist. Sie verachtet das Leben, das sie führt, doch sie liebt den Luxus, den es ermöglicht. Der Zufall hat auch Candide nach Paris verschlagen, wo er zu seinem Erstaunen auf Kunigunde trifft. Die beiden sind glücklich, einander wieder zu haben. Die alte Dame erscheint. Sie ist die Begleiterin von Kunigunde. Sie meldet das Ankommen ihrer Liebhaber. In einem Anfall tötet Candide beide. Der Kardinal wird in der großen Kathedrale beigesetzt. Der Jude landet im nächsten Abwasserkanal. Kunigunde, Candide und die alte Dame fliehen nach Cadiz. Auf der Flucht werden sie ausgeraubt. Um ihr Nachtessen zu verdienen, singt die alte Dame ein Lied von ihrer unglücklichen Vergangenheit. Doch sie schaffte es immer, den Widrigkeiten zu trotzen. Candide bleibt Optimist. Auf der Flucht vor der Pariser Polizei lässt sich Candide von den Jesuiten für ihren Kampf in Südamerika anheuern. Die beiden Frauen begleiten ihn auf der Überfahrt nach Montevideo. Kunigundes Bruder Maximilian und die Bedienstete Paquette sind wundersamerweise wieder am Leben und wurden als Sklaven nach Montevideo verschleppt. Maximilian war als Frau verkleidet und der Gouverneur von Montevideo verliebte sich in ihn. Als er seinen Irrtum bemerkt,
trifft er auf die frisch eingetroffene Kunigunde und macht ihr Avancen. Die alte Dame schummelt Candide vor, die französische Polizei sei immer noch hinter ihm her. Er flieht in den Dschungel und die alte Lady verkuppelt Kunigunde mit dem Gouverneur. Candide ist auf dem Weg zum Jesuitencamp mitten im Dschungel. Er wird begleitet vom Halbblut Cacambo. Dort leben Paquette als Äbtissin und Maximilian als Jesuitenpriester. Freudig über das Wiedersehen erzählt Candide ihnen, dass auch Kunigunde noch am Leben sei und dass sie planen zu heiraten. Als Maximilian die Heirat als unstandesgemäß bezeichnet, ersticht Candide ihn und flieht aus dem Jesuitencamp. Mittlerweile sind 3 Jahre vergangen. Kunigunde und die alte Lady leben gelangweilt im Luxus des Palastes des Gouverneurs und Kunigunde beklagt sich bei ihm, dass er ihr vor langer Zeit die Heirat versprochen habe. Auf der Flucht durch den Urwald ist Candide auf ein wundersames Land gestoßen. Es ist Eldorado, ein Land, wo Edelsteine auf dem Boden herumliegen und es allen Leuten gut geht. Doch Candide will nicht bleiben ohne seine Kunigunde. Er will nur ein paar Edelsteine mitnehmen, um sie freikaufen zu können. Weil er befürchtet, festgenommen zu werden, schickt er seinen Begleiter Cacambo mit Edelsteinen, um Kunigunde freizukaufen. Er will sie dann in Venedig treffen. Auf seinem Weg nach Venedig passiert Candide Surinam, wo er auf den Pessimisten Marden trifft, der Habgier und Bosheit als die treibende Kräfte des Menschen brandmarkt. Dort kauft er von einem holländischen Gauner ein Segelschiff, um den Ozean zu queren. Er fühlt sich nun wieder voller Glück, in dieser besten aller möglichen Welten. Doch das Glück währt nur kurze Dauer, denn das Schiff sinkt bald. Candide wird von einem Boot gerettet, das von 4 Königen gerudert und von Pangloss gesteuert wird. Das Floß schafft den Weg nach Venedig, wo sich die Könige sofort ins Casino begeben. Dort sind Kunigunde und die alte Lady angestellt, um die Spieler zu animieren und sie zu betrügen. Durch ein Wunder ist auch Maximilian in der Stadt und ist deren korrupter Polizeichef. Pangloss hat im Roulette die Bank gesprengt. Kunigunde interessiert sich nicht für Candide, sondern stürzt sich zusammen mit der alten Lady auf Pangloss, um vom Geld zu profitieren. Candide ist desillusioniert. War für Kunigunde Reichtum schon immer wichtiger als Liebe? Während Tagen sprechen die beiden kein Wort miteinander. Sie kaufen sich mit dem verbliebenen Geld einen kleinen Bauernhof. Irgendwann vertragen sich Kunigunde und Candide wieder. Auch wenn die Liebe nicht mehr blüht wie früher, wollen sie heiraten und gemeinsam das Land bestellen. www.opera Insight. Alles über Oper. Erfahren Sie mehr über diese wunderbare Oper. Mit interessanten Fakten und großartigen YouTube-Videos. Besuchen Sie uns.